Die Heuneburg an der oberen Donau zählt zu den bedeutendsten archäologischen Fundstätten der gesamten europäischen Eisenzeit. Um 530 vor Christus wurden im Vorfeld vier mächtige Grabhügel errichtet. Von hier bestand eine Sichtachse zu der etwa 9 Kilometer entfernten Alte Burg. Es handelt sich um eine etwa 2 Hektar große Anlage am Südrand der Schwäbischen Alb. Der Berg Sporn wurde in frühkeltischer Zeit vollständig von Menschenhand umgestaltet. Die Geländeoberfläche wurde eingeebnet und die Hangkanten erweitert. Auf 2 Seiten legte man künstliche Terrassen an. Am Fuß war die alte Burg durch eine Wallgrabenanlage geschützt. Im Nordosten sicherten 2 Vorwälle und eine 13 Meter starke und mindestens 10 Meter hohe Befestigung aus Trockenmauerwerk den Zugang zur Anlage. Ein steinernes Torgebäude gewährte Einlass zum zungenförmigen Plateau. Bei Ausgrabungen im Innenbereich der Anlage konnte ein 5 Meter tiefer Schacht freigelegt werden, in dem 6 menschliche Skelette übereinander lagen. Diese Funde lassen auf eine kultische Funktion der alte Burg für die Heuneburg und die Bevölkerung der Umgebung schließen. War dieser Bergsporn somit ein Heiligtum oder ein Platz für Festlichkeiten und Zusammenkünfte? Es bleibt ein Ort mit vielen Rätseln.